Mein Name ist Stefan Schraner. Ich bin der Präsident vom Verein Eisen und Bergwerk hier in Herznach im schönen Jurapark Aargau. Es freut mich, dass wir heute ganz besondere Gäste bei uns haben. Es sind 8 Studierende von der Zürcher Hochschule der Künste. Das Besondere an ihnen, sie studieren die Fachrichtung Knowledge Visualization. Das heisst, sie lernen, wie man Wissen auf eine anschauliche Art darstellt. Hier, wo wir jetzt stehen, hat vor Jahren Millionen das Urmeer Tethys getobt. Und diese 8 Studierenden werden mit ihren Fähigkeiten das Urmeer zu neuem Leben erwecken. Ich studiere Scientific Visualization an der ZHDK. Wir den Illustration mit Wissensvermittlung verbinden. Wir arbeiten mit Wissenschaftlern zusammen und versuchen denen ihre Erkenntnisse visuell darzustellen und so Wissen an die grössere Öffentlichkeit zu tragen. Das ist von den Geologen her gesehen eine absolute Sensation europaweit, die man sonst so nicht findet. Das ist eine Schicht, die etwa 30 cm hoch ist, wo ein Ammonit über dem anderen zusammengepappt, versteinert hier liegt. I was impressed by the size of the ammonites, because usually when we see them in textbook or videos or on television, they're just so tiny. And I thought they are the size of mussels, like seafood, like what we usually eat, but they are huge, especially the female ones. Wir sind jetzt hier im Toni-Areal. Im November 2018 sind 8 von unseren Studierenden eingeladen worden, vom Jurapark Aargau das Urmeer mit Animationen darzustellen und eine Visualisierung zu finden. Sie haben jetzt 3 Wochen Zeit gehabt, an diesen Konzepten zu arbeiten und heute ist die Präsentation von diesen Projekten. Nach den Präsentationen sind wir in der Jury zusammengesessen. Und haben als erstes mal aufgeschrieben auf Kärtli, was uns besonders gut gefallen hat an der jeweiligen Präsentation und was uns eher so als Negativpunkt aufgefallen ist. Und dann schlussendlich ausschlaggebend, wieso wir das Projekt gewählt haben, ist gewesen, dass wir gefunden haben, dass die Emotionen, die die Visualisierung beinhaltet, dass die eine gute Art sind, um den Wissensteil mit zu verknüpfen. Das ist mit einer Liebesgeschichte, mit den Ammoniten, die zusammen zu Boden sinken, und so ist es sicher gegeben. Am gewählten Konzept hat uns überzeugt, dass es packt, emotional ist, eine einzigartige Story beinhaltet. Und darum geht es an Ammon und Ammoniten. Ja, wir wollen eine Liebesgeschichte nach Herznach bringen. Wir wollen all das Wissen, das im Jurapark ist, mit all diesen Ammoniten, haben wir mit einer Liebesgeschichte überbringen. Ich bin begeistert, was die Studenten in dieser kurzen Zeit hergebracht haben. Ich finde, auch das richtige Team hat gewonnen. Die haben eine gute Mischung zwischen Wissen vermitteln und gleich ein bisschen Emotionen in diese Geschichte hineinbringen. Ich finde es wirklich super. Dass der Fossilienfund bei uns im Jurapark Aargau gemacht worden ist, freut uns besonders. Ein kleines Weltwunder der Erdgeschichte. Vereint auf kleinem Raum Ammoniten, Seesterne und Seeigel, so wie sie vor Jahrmillionen im Urmeer entstanden sind und gelebt haben. Der Jurapark Aargau ist das Naherholungsgebiet zwischen Zürich und Basel. Mit wertvollen Natur- und Kulturlandschaften, blühende Krisenbäume, seltene Tiere- und Pflanzenarten und ganz viele attraktive Wanderwege findet man direkt vor den Haustüren. Wir sind jetzt schon gespannt wie ein Pfeilenbogen und freuen uns auf die Umsetzung des Siegerprojekts und auf die erste Ausführung nächstes Jahr bei uns im Park.